Und das Wort hat Katharina Fegebank. Vielen Dank für diese großartigen Worte. Der hat mit sicherlich meinen Gefühlshaushalt oder meinen Gefühlsspeicher mit so viel positiver Energie angefüllt, dass er für mich und für uns in den nächsten 100 Tagen, die es noch sind, bis zur Wahl am 27. Februar 2020 nach vorne bringen wird. Und dafür möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken, denn vor uns liegt eine richtige, mega große Aufgabe, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich habe auf meiner Bewerbungsrede vor meiner Partei, vom Landesverband in Hamburg, vor einigen Wochen, als ich angekündigt habe, dass wir auch bereit sein sollten, die Stadt von vorn zu regieren und ich als Hamburgs erste grüne, erste Bürgermeisterin ins Rennen gehen will, gesagt, wir können nicht immer nur und auch heute und hier und auf diesem Bundesparteitag von Mut sprechen und die Städte und Gemeinden und die Menschen dazu bringen, mutiger zu sein, Dinge anzupacken und uns dann selbst nichts trauen. Und ich denke, jetzt gehen wir nach vorn. Jetzt gehen wir nach vorn und wir versuchen tatsächlich, das Unmögliche möglich zu machen. Und ich habe mich so gefreut letztes Wochenende, als ich die Ergebnisse aus Hannover gesehen habe. Und ich glaube, ihr habt Bellet hier gestern Abend schon gefeiert. Ich weiß nicht, ob er heute noch da ist. Nochmal von hier meinen allerherzigsten Glückwunsch. Sensationell in die quasi letzte Bastion der SPD vorgestoßen zu sein als grüner Oberbürgermeister von Hannover. Und wir haben in Hamburg ja eine ganz ähnliche Situation. Für diejenigen von euch, die sich da nicht ganz so gut auskennen, die Hamburg und die SPD, das ist so wie bei euch in Bayern die CSU. Also tatsächlich eine der letzten großen sozialdemokratischen Hochburgen in der Republik. Und wenn dann mal jemand anders regiert, wie es nicht oft passiert ist in der Geschichte Hamburgs, dann heißt es immer, das ist ein Irrtum der Geschichte, der schnell wieder korrigiert werden muss. Wir sind seit 2015, Winfried hat es eben gesagt, in einer rot-grünen Koalition. Und ich will euch nur um die Größe der Aufgabe, die vor uns liegt, noch einmal ganz kurz sagen, aus welcher Pool-Position heraus wir starten, aus welchen Kräfteverhältnissen heraus wir kommen. Die SPD hätte letztes Mal fast ein zweites Mal die absolute Mehrheit geholt mit 46%. Und wir sind in dieser Koalition mit 12,3%, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir haben in den letzten 4,5 Jahren gezeigt, nicht nur, dass wir gut regieren können, ordentlich regieren können, sondern dass wir die Stadt Schritt für Schritt grüner machen. Im Bereich der Energie, im Bereich des ganz wichtigen Zukunftsfeldes der Wissenschaft und dessen, was dann mit Transformation, ökologischer und auch ökonomischer Transformation einhergeht, mit Blick auf den Zusammenhalt und Rechtsstaatlichkeit, mit der Frage, wie wir die beiden großen Herausforderungen, Winfried hat sie ja eben auch noch mal angesprochen, die Menschheitsaufgabe des Klimawandels und die Frage in Zeiten wie diesen der auseinanderbrechenden Gesellschaft, der großen Veränderungen, der lauten Ränder, der schweigenden Mitte, des gegenseitigen Niedermachens und Ausgrenzens und Diskriminierens, wie wir es wieder schaffen, einen guten Zusammenhalt hinzukriegen. Und das haben wir geschafft mit Ruhe, mit Geschlossenheit, mit Vielfalt und vor allem immer mit einem ganz positiven Blick auf die Zukunft und haben mit unserem Stil, die Leute direkt anzusprechen, sie zu adressieren und sie mitzunehmen, auch eine Messlatte dafür gesetzt, was wir am 23.02.2020 von vorn machen wollen, nämlich diese Stadt mit einer ersten grünen Bürgermeisterin zu regieren, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich drehe mich mal kurz um. Ich hatte gehofft, dass wir das Bild hier heute einblenden können. Das sind 80.000 Menschen, die beim letzten Klimastreik in Hamburg auf der Straße waren. 80.000 Menschen und viele, viele mehr, die in Berlin, in Köln, in München, in Madrid, in Melbourne, überall auf der Straße waren, um auf das hinzuweisen, was unsere Aufgabe ist und unsere Verantwortung ist für die nächsten Jahre. Nämlich für unsere Kinder und Kindeskinder eine Welt, einen Planeten,
ein Europa, ein Deutschland und auch Städte und dann entsprechend auch Hamburg zu hinterlassen, in dem wir weiter gut und gerne leben. Und wir müssen jetzt schon Anpassungsmaßnahmen ergreifen. Wir müssen die Deiche ein paar Zentimeter anpassen. Wir müssen gucken, wie wir Fassadenbegrünungen machen, damit wir noch gute Luft zum Atmen haben, gute frische Luft in den heißen Sommern. Denn auch wir in den Städten sind massiv betroffen von Extremwetterveränderungen, von Dürre auf der einen Seite, extremer Hitze auf der anderen Seite. Und wir hatten letztens bei uns in der Fraktion einen Klimaforscher, einen Arktisforscher bei uns zu Gast, der gesagt hat, dass allein Hamburg einen jährlichen CO2-Ausstoß hat, der das Packeis in Größe eines unserer Bezirke, des Bezirkes Eimsbüttel, zum Schmelzen bringt. Liebe Freundinnen und Freunde, daraus erwächst doch eine Verantwortung fürs Hier und fürs Jetzt und nicht fürs Weiter-so. Und genau das machen wir als Bündnis 90 Die Grüne, 100% Zukunft mit 100% Leidenschaft, um genau diesen Menschen eine Antwort auf ihre Fragen zu geben. Winfried hat eben, vielen Dank dafür nochmal, dargelegt, wie wir den Weg in der Wissenschaft gegangen sind. Das ist ja nicht unbedingt ein Ressort, ein Ministerium, das jeden Tag im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Und manchmal kann man auch in einer Regierung da so locker mitsegeln und muss nicht so viel Aufsehen erregen. Wir haben uns als Grüne zum Ziel gesetzt, die Frage von Bildung und Wissenschaft in das Zentrum der Zukunftsfähigkeit moderner Städte zu setzen. Weil nämlich daraus die Frage sich ableitet, die Winfried, die in Baden-Württemberg auf vorbildliche Art und Weise gelöst wird, wie sichern wir eigentlich den Wohlstand, wie sichern wir die Arbeitsplätze von morgen und spielen es nicht gegen Klimaschutz aus. Wie schaffen wir es also bei uns in Hamburg, den Hafen, den Flughafen, die großen Industrieunternehmen, den Mittelstand, die Gründerinnen und Gründer, die vielen Start-ups mitzunehmen auf den Weg und ihnen Lust zu machen, zu begeistern für die ökologisch-soziale Transformation. Denn es geht nur miteinander und zusammen. Und wir wollen das aus einer Position der wirtschaftlichen Stärke machen und nicht abwarten und zögern, sondern jetzt reingehen, sodass keine gute Idee verloren geht, liebe Freundinnen und Freunde. Und genau das ist es, wofür wir stehen. Mehr Mut, mehr Leidenschaft, mit Zuversicht in die Zukunft. Und ich möchte ein Hamburg, in dem jede gute Idee eine Chance hat, in dem jeder und jede, der zu uns kommt und tatsächlich nichts hat außer einer guten Idee, eine Heimat und ein Zuhause findet. Ich will, dass wir ausprobieren, denn wir wissen doch, in der Antwort auf die großen Klimafragen heute noch gar nicht, wie die Antworten morgen und übermorgen aussehen. Aber ich will, dass wir uns beherzt und nach vorne gewandt damit auseinandersetzen. Und deshalb brauchen wir Ideen, mit denen wir auf Augenhöhe miteinander beratschlagen. Und wir wollen dann sehen, was wir am besten aus diesen Ideen machen für eine weiterhin bunte, für eine weiterhin innovative, moderne Metropole, in der es gerecht zugeht und in der jeder und jede faire und gleiche Chancen bekommt. Liebe Freundinnen und Freunde, dafür brauchen wir Mut, dafür brauchen wir Fröhlichkeit und Zuversicht. Da wollen wir zusammen nach vorne gehen und ich glaube, wir brauchen die stärksten Nerven in den nächsten Wochen und Monaten. Ich sagte eben, es sind noch 100 Tage bis zur Wahl. Und wir werden starke Nerven brauchen. Denn der Wettbewerb und der Wahlkampf, die werden brutal. Da machen wir uns nichts vor. Und ich möchte aber auch hier, dass wir mit einem Stil des Respekts, der klaren Auseinandersetzung, dem Ideenwettbewerb um die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft jeden und jede ansprechen. Wir sind doch diejenigen, die der ganzen Stadt ein Angebot machen, egal ob dem urbanen Zentrum oder den Außenbezirken. Und das haben bei uns die Ergebnisse der Europa- und unser Kommunalwahl Ende Mai gezeigt. Wir haben historisch spektakuläre Ergebnisse. Viele unserer Kommunalpolitikerinnen und Politiker sind hier in 4 von 7 Bezirken. Selbst dort, wo es uns niemand zugetraut hätte, sind wir Ende Mai die stärkste Kraft geworden. Wir haben die erste grüne Bezirksbürgermeisterin seit einigen Wochen. Es werden 2 weitere dazukommen.
Und all das gibt uns Schub, das gibt uns Kraft, denn es zeigt, wir sind nicht so viele wie die der politischen Mitbewerber. Aber wir werden immer mehr. Die Erwartungen, die Hoffnungen in uns, die sind groß. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen, auf einen Wahlkampf der Geschlossenheit, der Vielfalt und einen Wahlkampf, bei dem wir alles, was wir haben, auf die Straße bringen. Und ich möchte euch so herzlich einladen. Kommt, ihr findet Übernachtungsmöglichkeiten bei unseren tollen Mitgliedern. Schlagt eure Zeltlager auf, auch wenn es ein bisschen kalt ist im Januar oder Februar. Wir brauchen jeden und jede von euch, auf die Straße zu gehen und jeden und jede in dieser Stadt anzusprechen und für unsere Ideen und für unser Hamburg von morgen zu gewinnen. Und das mit Fröhlichkeit, mit Mut, mit Leidenschaft und Zuversicht. Robert hat gestern gesagt, aus Hoffnung Wirklichkeit machen. Ich hoffe, dass uns was Spektakuläres am 23.02. gelingt. Und ich freue mich so sehr auf eure Unterstützung und auch die Kraft und den Schub, der heute hier von dem Parteitag ausgeht. Vielen Dank. Applaus